Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Sei immer fröhlich, lass im Beten nicht nach, danke Gott in jeder Lebenslage. Hallo, hier spricht Christopher Makutzig aus Sausenheim und heute ist der 9. Mai. Das ist ein Montag. Und von heute ab sind es noch genau 236 Tage bis Silvester. Und ja, ihr habt recht, das ist ein völlig unnützes Wissen. Aber ich mag solches Wissen. Und morgen am Dienstag, da wird meine Wissenserweiterung wieder ein bisschen größer, denn in unserer Kirchendienstrunde ist einer, der ein lebendes Lexikon ist, wenn es um solche Infos geht. Und der wird sicherlich morgen etwas zu Johann Hüglin sagen, dem Märtyrer vom Bodensee. Der große Vorteil an solchem unnützen Wissen ist, dass es wirklich unnötig ist, aber nicht auf so eine lästige Weise, sondern mir geht es darum, dass ich mir diesen einen Augenblick unnützen Wissens gönne. So eine Kleinigkeit zu hören, die ich dann sofort wieder vergessen kann. Es ist ein kleiner Luxus, den ich habe und der mir in den allermeisten Fällen ein Lächeln ins Gesicht bringt. Weil es so herrlich altklug ist oder so völlig irrelevant. Oder habt ihr gewusst, dass am 9. Mai 1502 Christoph Kolumbus mit seinem Sohn zu seiner vierten Reise nach Amerika aufgebrochen ist? Unnützes Wissen macht mich fröhlich. Weil es für einen Augenblick den Alltag überdeckt und ich auch weiß, dass es nur ein Wimpernschlag ist, der so gar keine Bedeutung für mich und meinen Tag haben wird. Im besten Fall kram ich es später raus, um ein bisschen anzugeben, aber das war es auch schon. Ich glaube, dass es gut ist, solche kleinen Alltagspausen zu haben. Sie sind wie das Luftholen im Trubel der Welt, gerade auch dann, wenn alles um uns herum das Gebet für eine Besserung der Lage braucht. Sie sind kleine Erholungen und so glaube ich auch von Gott so in uns angelegt. Als eine Lockerung in Herz und Seele, als ein Entspannungsmoment, um sich dann wieder mit dem Ernst der Lage auseinandersetzen zu können. Deshalb freue ich mich wirklich über das unnütze Wissen, dass heute der 9. Mai ist und es ab jetzt nur noch 236 Tage bis Silvester sind. Ich bete. Herr, du hast uns so gemacht, dass wir das Ernste im Leben bedenken und aushalten können. Aber auch so, dass wir lachen können und wir fröhlich schmunzeln über die Dinge der Welt, über das unnütze Wissen. Das tut gut. Gerade dann, wenn alles angespannt ist in uns und um uns. Drum bitte ich dich, lass uns heute mindestens einmal lächeln, um so auch dein Licht im Trubel der Welt zu sehen. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.